Willkommen zurück in unserem Android-Kurs, diesmal zum Orangegurt. Ich hoffe, alle haben den Gelbgurt erfolgreich hinter sich gebracht, haben die Übungsaufgabe gemacht, haben sich ein bisschen intensiver mit diesen einzelnen Themen beschäftigt. Gelbgurt war ja hauptsächlich dafür da, uns um die Layouts zu kümmern, also wie man Elemente auf den Screen bekommt. Und wenn man das alles verstanden hat, dann sind wir fit für den Orangegurt. Beim Orangegurt habe ich versucht, Hauptaugenmerk darauf zu legen, wie laufen im Internen oder im Inneren die einzelnen Funktionalitäten ab. Das heißt, wir werden jetzt weniger auf die Layouts gehen. Wir haben zwar noch ein Layout-relevantes Thema mit drin, aber ansonsten geht es mir darum, den Code so zu formulieren oder so die Funktionalitäten zu hinterlegen, dass die Apps durchaus eine Qualität haben, dass man sie auch in den Play Store hochladen kann. Das heißt, wir werden hier im Orangegurt sehr viel codelastiger arbeiten. Es wird viele Codezeilen geben, die wir dann auch versuchen zu interpretieren. Ja, und wenn wir das ganze Thema dann durch haben, dann kann es richtig ernsthaft losgehen. Wie immer, die Kursinfos habe ich in meiner Homepage codeconcert.de hinterlegt, also die ganzen Dokumente, die Links zu den Videos etc. Und ja, wer da Interesse hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Voraussetzung, klar, Gelbgurt, habe ich vorhin gesagt. Einfach weil ich einige inhaltliche Themen darauf aufbauen werde. Dann, ich habe auch für diese Videos jeweils ein Dokument hinterlegt. Für das aktuelle Video ist der Intents, also was das bedeutet, werden wir noch sehen, das Intents-Dokument bis Kapitel 2.2 vorgesehen, und wie gesagt, auf codeconcert.de können wir das Ganze runterladen. Ziel dieses Videos ist, ein Verständnis über den Lifecycle aufzubauen. Was das bedeutet, kommen wir gleich drauf. Und den Activity-Status sichern. Das heißt, wir werden jetzt erstmal in die, ja, in die Internas von Android reinschauen. Inhaltlich wird uns in diesem Video Folgendes erwarten. Wir gucken uns erstmal den Lifecycle an, einer Activity. Also, was ist der Lifecycle, wie kann ich ihn nutzen, wie kann ich ihn interpretieren. Danach, beispielhaft für viele andere Methoden, die wir im Rahmen des Lifecycles sehen werden, die OnCreate-Methode. Wie nutze ich, wie überschreibe ich solche Methoden? Danach gucken wir uns den Activity-Status an. Was ist das und wie kann ich ihn speichern, wie kann ich ihn sichern? Und am Schluss, wie kann ich den Activity-Status wiederherstellen? Wann muss ich das tun und wie funktioniert das? So, jetzt wollen wir uns mal den Lifecycle einer Activity ansehen. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt eine Activity starten, erwarten wir, dass das Ding dann bei unserem Screen hochpoppt und wir dann damit arbeiten können. Tatsächlich ist es aber so, dass die Activity verschiedene Ebenen durchläuft. Die allererste Ebene ist, wenn ich das Ding starte, dass es erstmal existiert. Das heißt aber noch nicht, dass sie sichtbar ist. Das wäre der nächste Status, also die nächste Ebene. Und dort, wo wir eigentlich hinwollen, das ist der Vordergrund. Das heißt, wir sehen das Ding und können damit arbeiten. Also existent, es instanziert sich gerade, sichtbar, ich kann es sehen, und Vordergrund, ich kann damit arbeiten. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie der Weg durch diese drei Ebenen, drei Lagen denn eigentlich aussieht. Wenn wir eine Activity starten, sei es über ein Link sozusagen oder ein Icon auf unserem Betriebssystem oder durch eine andere Activity, dann ist das Erste, was Android aufrufen wird, die sogenannte OnCreate-Methode. Das heißt, Android ruft von der Activity-Klasse, die entsprechend meine Activity darstellt, OnCreate auf.
und bewegt somit den Status meiner Activity in den Status Created. Das Spannende jetzt an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich diese OnCreate-Methode überschreiben kann. Das heißt, ich kann eigene Funktionalitäten dort reinpacken. Was man üblicherweise macht, man fügt Layout-Komponenten, dynamische Layout-Komponenten rein, und das macht man normalerweise in dieser OnCreate-Methode. Sobald OnCreate durchlaufen ist, das heißt, sobald mein Status created ist, wird sofort danach die OnStart-Methode aufgerufen. Das heißt, jetzt kann ich meine Activity tatsächlich auf dem Bildschirm sehen. Die OnStart-Methode nutzt man eigentlich nicht selber, also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo man dort sinnvoll Code reinpacken kann, aber grundsätzlich mal ist es auch möglich, die OnStart-Methode zu überschreiben. Das nächste, wir sind dann in dem Status Started, das nächste wäre dann die OnResume. Methode. Die OnResume-Methode ist relativ wichtig, die wird sehr oft überschrieben, und zwar werden dort sämtliche inhaltlichen Updates auf die Elemente meines Bildschirms gemacht. Das heißt, wenn ich irgendwelche Informationstexte oder irgendwelche Statusmeldungen etc. brauche, dann mache ich das üblicherweise in dieser OnResume-Methode. Wir werden gleich nochmal sehen, warum das so wichtig ist. Also die OnResume-Methode ist die letzte Methode, die aufgerufen wird, bevor ich sozusagen meine Activity voll in die Hand des Users gebe. Und damit wäre der Status Running oder Resumed, findet man auch in der Literatur. So, jetzt kann ich arbeiten mit dem Ding. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, was denn mit meiner eigentlichen Activity passiert. Aber egal, was passiert aus diesem Running, führt eigentlich nur ein Weg raus, und das ist die On-Pause, also der pausierte Status. Das heißt, sobald irgendetwas passiert, was mich aus diesem Vordergrund hinaus bewegt, wird erstmal die On-Pause-Methode aufgerufen. Die On-Pause-Methode kann ich auch wieder überschreiben, und hier sollten alle Aktivitäten unterbrochen werden, die meine CPU intensiv auslasten. Ja? Vor allem Grafikmanipulation und so ein Zeug oder Grafikanimation sollte ich hier pausieren, weil wenn ich das Ding beispielsweise nur noch teilweise sehe, warum sollte ich hier in irgendeiner Form die CPU unnötig belasten? Problem an der ganzen Geschichte ist, dass diese On-Pause-Methode möglichst schnell durchlaufen werden soll. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche großmächtigen Aufräumarbeiten durchführen muss, dann ist On-Pause die falsche Adresse, weil ich im Prinzip möglichst schnell die andere Activity zum Laufen bekommen möchte. Also wir stellen uns vor, ich kriege einen Anruf, und da möchte ich natürlich möglichst schnell rangehen und möchte eben nicht erstmal warten, bis meine On-Pause-Methode gemächlich mal durch ist. Also hier möglichst CPU-intensive Ressourcen unterbrechen oder Aktivitäten unterbrechen, aber immer darauf achten, dass On-Pause möglichst schnell abgeschlossen wird. So, als nächstes kann ich theoretisch wieder aus dem Pausierten in den OnResume, in die OnResume-Methode gehen. Das heißt, wenn ich das Ding halb sichtbar hatte und dann wieder in den Vordergrund bringe, dann wird OnResume aufgerufen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt. OnResume, haben wir ja gesagt, ist genau die Stelle, wo wir im Prinzip Updates für den Bildschirm etc. machen wollen. Und das ist ja genau der Grund. Es gibt nicht nur den Weg von Started in den OnResume, sondern auch über Paused in die OnResume-Methode. Das heißt, hier sollten diese hochdynamischen Informationen immer reingeschrieben werden. Das werden wir dann auch noch sehen im Zusammenhang mit dem Activity-Status, den wir ja auch ablegen oder zwischenspeichern können. Und da wird das ganze Thema nochmal eine Rolle spielen.
Gut, aus dem pausierten Status kann ich auch in den On-Stop, in die On-Stop-Methode oder über die On-Stop-Methode in den Stopped-Status gehen. Das ist im Wesentlichen die Situation, dass ich meine Activity gar nicht mehr sehe. Und hier mache ich im Prinzip das, was ich aufgrund der Performance Notwendigkeit in On-Pause nicht reingepackt habe. Das heißt, wenn ich irgendwelche Ergebnisse persistieren muss, also speichern muss etc., dann tue ich das in der On-Stop-Methode und das ist jetzt wieder was, wo ich entsprechend nicht so stark auf meine Performance achten muss. Ich meine, Performance ist immer ein Thema, aber wenn es jetzt darum geht zu entscheiden, wo packe ich welche Funktionalität hin, in On-Pause oder On-Stop, dann ist die Performance mit Sicherheit der Indikator, der sagt, okay, es braucht viel CPU, dann in On-Stop. Gut, dann könnte ich aus Stopped wieder On-Restart und dann von On-Restart den Weg wieder On-Start und über Started on Resume wieder reingehen. Das heißt, wenn ich aus diesem komplett versteckten Status wieder in meinen normalen Running Status gehe, laufe ich über On Restart, On Start etc. on Resume. So, jetzt fehlt nur noch eins. Es gibt durchaus Situationen, wo man Apps auch oder Activities auch beenden möchte und das läuft dann über On Destroy. Das heißt, On Destroy ist die letzte Methode, die aufgerufen wird. Und nachdem On Destroy aufgerufen wurde, existiert meine Activity in der Form nicht mehr. Üblicherweise müssen wir das Ding nicht überschreiben. Es sei denn, ich habe irgendwelche Threads in meiner Activity drin, die im Hintergrund laufen, also irgendwelche Download-Prozesse oder was auch immer. Das würde ich dann in On Destroy dann unterbrechen, sollte eben dieser Download nicht terminiert worden sein. Das heißt, der User hat die Geduld verloren und bricht dann einfach meine Activity ab. Dann muss ich On Destroy oder in der On Destroy-Methode mich darum kümmern, dass dieser ganze Kram freigegeben wird. So, das war im Prinzip alles zum Lifecycle. Wichtig jetzt an dieser Stelle ist, dass ich diese verschiedenen Wege kennen muss. Und zwar folgendes Beispiel. Ich habe beispielsweise, wir sind in der On-Start-Methode und dort habe ich irgendwelche Updates auf dem Bildschirm gemacht. Beispielsweise, ich habe keine Ahnung, irgendwelche Statusinformationen auf den Bildschirm gepackt und die habe ich nicht in der On-Resume-Methode. Und das könnte theoretisch ein Problem sein, wenn ich nämlich jetzt den Weg über On-Pause, Paused, nicht On-Stop, On-Paused und dann in den On-Resume-Zweig weitergehe, dann komme ich nicht in den On-Start vorbei. Das heißt, ich laufe quasi hier rüber, hier hoch, on Resume, Running, on Pause und dann laufe ich hier wieder durch. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendetwas gemacht habe, was ich hier vermissen würde, dann habe ich ein Problem. Das heißt, ich muss immer gucken, dass wenn ich Informationen, die ich hier ablege oder in den Hintergrund schiebe, habe, dann muss ich sie auf der gleichen Ebene wiederherstellen. Deswegen ist On Resume so wichtig, wo ich entsprechend meine ganzen Updates mache. Weil hier kann ich immer davon ausgehen, dass das, bevor meine Activity an den User vollkommen übergeben wird, durchlaufe. Das heißt, On Resume kümmere ich mich meistens um die User-Informationen, damit entsprechend sämtliche Informationen dort sind, wo sie hin sollen. Nun, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir werden uns das Thema Einstieg in die Activity mal beispielhaft anschauen, und zwar die OnCreate-Methode. Das ist ja die erste Methode, mit der wir arbeiten werden oder die sozusagen aufgerufen wird. Und das ist auch immer was wir in unseren Activities sehen. OnCreate packe ich beispielsweise eben meine dynamischen Layout-Manipulation rein.
Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir hier die Methode, die wir ja im Prinzip auch schon in dem Gelbgurt-Programm mal gesehen haben. Wir haben hier den Override. Override machen wir immer dann, wenn wir eine Methode überschreiben wollen, aber wir sicherstellen wollen, dass die Signatur sich nicht verändert. Der ganze Hintergrund ist eben, dass ja Android diese Methode später aufrufen muss. Das System muss diese Methode aufrufen. Also muss sie auch genauso aussehen, wie sie in der Elternklasse definiert wurde. Dementsprechend packen wir diese Kennung Override rein. Und sobald wir hier dann sozusagen einen Fehler machen, dass wir einen Tippfehler haben oder was weiß ich, die Signatur in irgendeiner Form nicht so haben wie beim Elternelement, dann würde Eclipse motzen und uns darauf aufmerksam machen, dass wir hier einen potenziellen Fehler haben. Danach kommt eben die eigentliche Signatur, also Protected, Void und Create. Und der Parameter ist ein Bundle. Das werden wir uns in einem späteren Video im Orangegurt mal anschauen. Wichtig ist, dass wir den Saved Instance State, also den gespeicherten Instanzstatus hier als Parameter bekommen, weil den werden wir auf jeden Fall jetzt noch brauchen. Und zwar, wenn wir das onCreate der Superklasse aufrufen. Das ist extrem wichtig, das müssen wir tun. Wenn wir das nicht tun, würde Android beim Laufen oder beim Ausführen unserer Activity eine Exception werfen, wenn wir das nicht durchführen. Hier passiert Folgendes, es werden Statusinformationen im Hintergrund zurückgeladen. Schauen wir jetzt gleich nochmal beim Activity-Status an. Das heißt, wenn wir das nicht tun würden, dann würde bei einem Neuanlaufen einer Activity der Bildschirm eben nicht sauber abgedatet werden können. Und nachdem das nicht sein darf, würde hier eine entsprechende Exception geworfen werden. So, dann wird das Layout geladen. Wir erinnern uns ja an den Gelbgurt, wir haben das Layout immer in so XML-Files reingepackt und genau an dieser Stelle wird das XML-File gelesen und meiner Activity übergeben, damit die Activity weiß, welches Layout denn zu verwenden ist. Das heißt, ich könnte hier theoretisch dynamisch entscheiden, welches Layout-File ich denn verwenden möchte. Das heißt, je nachdem, welche Layout-Kennung hier drin steht, sucht sich Android eben das passende Layout und packt es in meine Activity. Ja, und alles, was danach dann kommt, sind dann diese dynamischen Konfigurationen, also welche Objekte ich da reinpacken will, etc. Das passiert alles an dieser Stelle. Worauf ich immer achten muss, bei den Überschreiben von onCreate, und das gilt im Prinzip auch für alle anderen Callback-Methoden, wie wir sie vorhin im Lifecycle gesehen haben. Ich muss mir immer überlegen, welche will ich wirklich überschreiben? Also was brauche ich? Muss ich meine onResume-Methode überschreiben? Brauche ich die onStop oder reicht mir die onPause etc.? Das muss ich mir vorher sinnvoll überlegen und meine Überlegung auch immer begründen können, weil nur dann bin ich sicher, dass ich weiß, was ich tue. Dann so empfehle ich immer, dieses Override einzutragen, damit ich eben keine Fehler bei der Signatur mache. Dafür ist es da. Es hilft mir und wenn mir Eclipse diese Hilfe anbietet, dann nehme ich sie natürlich auch an. Und ganz, ganz wichtig, immer die Methode der Superklasse aufrufen. Wenn ich das nicht tue, dann geht es in die Hose. Also immer super Punkt, dann onCreate oder onResume oder welche Methode auch immer ich hier entsprechend überschreiben will. Das bitte niemals vergessen. Dieser Superklassenaufruf sollte immer das allererste sein, was ich bei meiner überschriebenen Methode denn tue. Jetzt haben wir jede Menge Informationen zum Thema Lifecycle der Activity bekommen. Was uns jetzt noch fehlt, um mit der Activity sauber arbeiten zu können, ist der Activity Status. Ein Status ist im Prinzip nichts anderes wie ein Set von inneren Variablen meiner Objekte. Diese inneren Variablen haben einen gewissen Wert und bestimmen das Verhalten meiner Objekte. Mein Beispiel wäre,
Wenn ich mir diesen Text-View hier anschaue, dann hat dieser Text-View innen eine Variable, wo drin steht, was ist denn der Text, der angezeigt wird. Oder bei einem Edit-Text-View, was hat denn der User gerade eingegeben, was steht denn da drin? Genau diese Informationen in Summe stellen jetzt den Status meiner Activity dar. Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt in meine Activity durch die OnDestroy-Methode gehen lasse, oder eigentlich macht es ja Android selbst, dann wird meine Activity zerstört. Das heißt, sie ist nicht mehr im Speicher vorhanden und insofern ist der Status auch verloren. Wenn ich jetzt aber meine Activity reaktivieren will, dann sind diese ganzen Informationen weg. Das heißt, sie sind nicht mehr existent und ich sehe sie nicht mehr. Und das kann durchaus ein Problem sein, weil die OnDestroy-Methode wird nicht nur dann aufgerufen, wenn ich meine Activity beenden möchte, sondern auch, wenn Android meint, es wäre jetzt sinnvoll, diese Activity zu beenden. Ein Beispiel wäre, dass ich zu lange in einem nicht sichtbaren Zustand bin. Dann kann Android durchaus sagen, ich schmeiße das Ding jetzt aus dem Speicher raus und wenn der User diese Activity wieder anzeigen lassen will, dann muss ich sie wieder reaktivieren. Oder ein noch einfacheres Beispiel ist, wenn ich mein Gerät von der vertikalen in die horizontalen oder umgekehrt Lage versetze, dann geht mein Lifecycle komplett von dem aktiven Zustand in den Destroy-Zustand runter. Insofern verliere ich an der Stelle meinen Status. Und wir wollen uns jetzt mal darum kümmern, wie ich diesen Status wiederherstellen kann. Und dazu brauchen wir die Methode onSaveInstanceState. Und diese onSaveInstanceState-Methode bekommt ein Objekt als Parameter saveInstanceState vom Typ Bundle. Das Bundle werden wir uns später noch mal etwas genauer anschauen in einem anderen Video. Grundsätzlich können wir uns jetzt vorstellen, das ist einfach irgendein Objekt im Speicher, wo ich Daten ablegen kann. Und diese Daten beinhalten jetzt erstmal die standardisierten Statusinformationen meiner einzelnen View-Objekte und meine Activity. Und damit ich diese Werte entsprechend speichern kann, wird die Supermethode aufgerufen, onSaveInstanceState, und dem gebe ich jetzt diesen InstanceState-Bundle mit. Das heißt, sämtliche Informationen zu meinen Views werden abgelegt. Wenn ich jetzt diese Methode nicht überschreibe, wird direkt die Implementierung der Supermethode aufgerufen und entsprechend werden diese in Statusinformationen im Speicher abgelegt. Problem an der ganzen Geschichte ist nun, es gibt ja durchaus auch Situationen, dass ich innere Variablen erzeuge. Diese inneren Variablen, beispielsweise ein Score oder welche Werte auch immer, für mich, für mein Programm wichtig sind. Und ich muss jetzt irgendwie in der Lage sein, diese Werte auch in diesen Instant State abzulegen, damit ich sie später wieder reaktivieren kann. Und dazu überschreiben wir nun diese Methode onSaveInstanceState, rufen eben die Supermethode auf für die Standardwerte, also meine Views, meine Activity etc. Und dann kann ich mit einer Put-Methode meinen Wert reinpacken. Hier in dem Beispiel ist es PutIn, es gibt auch PutString. Wenn wir über das Bundle sprechen, werden wir die einzelnen Optionen noch etwas näher kennenlernen. Und somit habe ich in diesem Objekt meine Werte gespeichert. Was die Put-Methode jetzt braucht, ist ein Key. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Hash-Table. Also ich brauche einen eindeutigen Key, damit ich später mit Hilfe dieses Keys meine Werte wieder zurückladen kann. Und üblicherweise macht man es so, dass man in der Activity dann String-Konstanten definiert, die entsprechend eindeutig sind, mit denen ich dann einfach meine Werte einpacke in dieses Bundle, um sie dann später wieder rauszuholen. Und genau um dieses Rausholen werden wir uns jetzt kümmern. Wenn ich jetzt meinen Status wiederherstellen möchte, dann muss ich eben wieder an dieses Bundle rankommen. Das heißt, ich habe den ganzen Kram irgendwo abgelegt und jetzt muss ich quasi wieder den Weg zurückgehen. Und das mache ich üblicherweise in der onCreate-Methode. Das heißt, die onCreate-Methode wird ja aufgerufen und wir haben ja bereits vorher gesehen, dass onCreate mein
ein Parameter bekommt und die heißt Saved Instant State. Das heißt, hier bekomme ich als Parameter vom System wieder das überreicht, was ich vorher abgelegt habe. Und im Prinzip, ich rufe auch hier wieder gleich die Superklasse auf. Das heißt, Android kümmert sich jetzt automatisch darum, dass meine einzelnen Elemente wieder ihren ursprünglichen Status bekommen. Und danach kümmere ich mich um meine individuellen Variablen. Wichtig hier an der Stelle ist, dass ich erstmal gucken muss, ist denn mein Saved Instant State wirklich ungleich null? Das mache ich deswegen, weil wenn ich meine Activity initial aufrufe, das heißt, ich starte meine App aus dem ursprünglichen Android-Menü heraus, dann gibt es ja noch keinen abgespeicherten Instant State. Und wenn es ihn nicht gibt, dann kann ich auch nicht meine individuelle Variable belegen, weil ich werde nichts finden. Das heißt, an der Stelle prüfe ich jetzt einfach, ist das Ding ungleich null? Wenn es ungleich null ist, dann habe ich einen Wert, ergo bin ich schon mal mit meiner Activity am Start gewesen. Und dann kann ich in meine individuelle Variable mit einer Get-Methode und dem einem entsprechenden Key, auch das schauen wir uns später nochmal genauer an, meinen Wert wieder zurückholen. Sollte aber dieser Saved Instant State gleich null sein, dann gehe ich in den else-Zweig und dann kann ich irgendeinen initialen Wert entsprechend reinpacken. Was auch immer dann initial sinnvoll ist, aber das soll ja jetzt hier nur als Beispiel dienen. Das heißt, mit dieser onCreate-Methode rette ich sozusagen meinen Status, bevor der gespeichert wurde, bevor meine ganze Applikation und meine ganze Activity in den Destroy-Status gegangen ist. Und dort kann ich entsprechend auch individuelle Werte ablegen. Recht viel mehr gibt es zum Lifecycle eigentlich nicht zu sagen. Ich muss natürlich damit arbeiten. Wir werden jetzt in den folgenden Beispielen das ganze Thema auch immer wieder mal aufgreifen. Vor allem bei den Fragments, da muss ich ein bisschen tiefer nochmal drauf eingehen. Wichtig ist, dass ich das Konzept verstanden habe, dass ich mir immer bewusst darüber sein muss, dass ich nicht die Kontrolle über meine Activity habe, sondern Android es hat. Android mir aber über diese Callback-Methoden onCreate, onResume, onPause etc. mitteilt, was gerade passiert. Und dort muss ich entsprechend immer drauf reagieren. Wichtig ist auch, dass meine Activity, wenn sie in den onDestroy, durch die onDestroy-Methode geht, nicht zwingend weg ist, sondern sie vielleicht einfach nur kurz neu aufgebaut wird, aufgrund eben dieses Wechsels von Portrait auf Landscape oder andersrum. Und das muss ich mir einfach immer wieder vorsagen, weil das ist für viele Programmierer eine ungewohnte Situation, dass jemand anderes, sprich Android, die Kontrolle über mein Programm übernimmt. Und das muss ich verstanden haben. Und vor allem auch, dass ich, wenn meine Activity in diesen OnDestroy-Status geht, ich mir meine Informationen sichern muss. Das kann mühsam sein. Und nachdem wir durchaus irgendwann auch mal Apps schreiben wollen, die ein bisschen komplizierter sind, habe ich durchaus viele Informationen, die ich da ablegen muss. Und deswegen werden wir uns in den nächsten Videos auch mal das ganze Thema Bundle noch mal genauer anschauen. Das werden wir vor allem auch bei den Intents sehen und in diese Intents haben auch Bundles, mit denen wir Informationen hin und her schieben und in dem Zusammenhang werden wir da etwas mehr in die Tiefe gehen, damit wir auch, wie gesagt, kompliziertere Strukturen ablegen können. So, dann würde ich sagen, werden wir uns sehen bzw. hören beim nächsten Video und bis dahin viel Spaß beim Android-Programmieren.